Also mich persönlich stört jetzt gerade vor allem noch, dass es ziemlich unordentlich ist, weil irgendwie so kein richtiger Stauraum da ist. Und zum anderen, dass es hier überall noch so mega leer ist. Und ich glaube, da müssen wir jetzt mal was dran machen. Ich habe endlich Regale gekauft für mein Studio und heute möchte ich euch 5 Gründe sagen, warum ein eigenes Studio euer Business mega vorantreiben kann. Ab geht's! Punkt Nummer 1 ist ein professionelles Auftreten gegenüber Kunden. Man kann einfach Privatleute kann man zu sich einladen in sein Büro, kann den Leuten zeigen, was man macht. Hat einfach was vorzuweisen. Das ist ganz anders, wenn man sagt, okay, ja, treffen wir uns bei mir zu Hause oder treffen wir uns in einem Café, weil ich weiß nicht, wo wir das sonst machen sollen, um das vorzubesprechen und sowas. Das ist was ganz anderes, wenn man sagen kann, kommt doch bei mir vorbei, ich habe mein Studio, da seht ihr, was ich mache. Und da sehen die Leute dann auch wirklich, da steckt was dahinter, da steckt Arbeit drin und das ist was Handfestes, wo die Leute mitarbeiten. Gerade wenn man auf Unternehmen zugeht, ist das nochmal was ganz anderes, wenn man sagen kann, kommt doch mal zum Meeting her oder kommt in mein Studio, um das Material abzuholen oder andersrum. Das ist nochmal was ganz anderes. Also man tritt dann ganz anders auf und wird auch ganz anders wahrgenommen. Das ist Punkt Nummer 1. Mega hilfreich. Punkt Nummer 2 ist Produktivität. Produktivität, was meine ich damit? Also ich persönlich bin viel produktiver, seit ich mein eigenes Office habe, wo ich jeden Tag hingehen kann, dass ich morgens aufstehe, aus dem Haus gehe und weiß, ich habe was, wo ich hingehen kann und arbeite da. Arbeit ist hier, zu Hause ist was anderes. Da kann ich entspannen, da kann ich was auch immer machen, kann ein Buch lesen, kann einen Film schauen, was auch immer. Hier wird gearbeitet. Geht bestimmt vielen Menschen so, wenn sie dann zu Hause sind, macht man doch eher mal ein Nickerchen oder schaut noch 2 Folgen Netflix oder 3 oder 5. Und deshalb Produktivität ist ein ganz großer Punkt, wenn man einfach die Arbeit örtlich von zu Hause trennt. Das ist, wenn man selbstständig ist, nicht immer einfach. Punkt Nummer 3 ist Platz. Und zwar braucht man echt viel Stauraum zu Hause, wenn man sein ganzes Lichtequipment und seinen Blitz und seine ganzen Kamerasachen und sonst was, was alles dazu kommt, wenn man das alles zu Hause in seiner Wohnung hat, ist die Wohnung eigentlich voll. Also zumindest geht es mir so. Das ist jetzt auch so ein bisschen so eine Fotografen-Filmemacher-Sache, einfach weil man da viel Licht hat und viel Stative und sonst was, eben große Sachen, die rumstehen. Wenn man jetzt zum Beispiel Webdesigner ist und einfach nur einen Computer hat und dann noch ein Grafiktablet, eine Maustastatur, das ist natürlich was anderes, da kann man seinen Arbeitsplatz super zu Hause haben, aber wenn es dann irgendwie mal an die Lampen, an die Lichter, an die Blitzanlagen, an Hintergrundsysteme oder an was weiß ich, was man eben alles an Grip braucht zum Film machen und zum Fotografieren, dann wird es langsam echt eng in der eigenen Wohnung. Deshalb entweder man sucht sich irgendwo einen Lagerraum, man hat den Platz oder eben eigenes Studio, wo dann auch wirklich Platz dafür ist und wo der Raum dann wirklich dafür gemacht ist auch. Der vierte Grund, den ich heute ansprechen möchte, ist lokale Werbung. Und zwar, wenn man ein eigenes Geschäft hat, dann laufen da ja auch Leute vorbei. Es gibt ja nicht umsonst diesen Begriff Laufkundschaft. Und die sehen vielleicht einfach auch nur, dass man da ist, weil man ein Schild draußen hat, denken sich, okay, was ist das? Gehen vielleicht mal auf die Website, gucken sich das an und kommen dann bestimmt irgendwann wieder. Nicht jeder, aber bestimmt auch ein paar. Und dann spricht sich einfach rum. Das ist lokal, also das ist quasi kostenlose Werbung, die man hat. Und das ist sehr hilfreich, gerade am Anfang, wenn man dadurch neue Kunden gewinnen kann. Der fünfte und letzte Punkt ist der, den ich eigentlich so mit am wichtigsten finde. Und zwar der Punkt Projekte. Wenn man Projekte machen möchte, braucht man oft mal irgendwie einen Raum oder Platz, um irgendwie mal ein Set aufzubauen oder um was auszuprobieren. Und wenn man ein Studio hat, wo man das machen kann, ist man da einfach viel flexibler, als wenn man irgendwie auf eine Location angewiesen ist, die man mieten muss, wo man rein kann.
Natürlich, man kann auch Projekte im Freien machen, draußen, bei Nacht, in der Stadt. Man kann immer unterwegs sein, kann das auch. Aber für gewisse Setups ist es einfach wichtig, dass man Projekte in einem geschlossenen Raum machen kann. Und dafür ist ein Studio wahnsinnig hilfreich. Das hilft euch gerade auch am Anfang, wenn ihr noch kein großes Portfolio habt, wenn ihr dann einfach einen Platz habt, wo ihr quasi euch entfalten könnt, wo ihr frei auf eure Kreativität freien Lauf lassen könnt und einfach shooten könnt. Dafür ist es auch mega hilfreich. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor, warum ein eigenes Studio sich wirklich lohnt, auch wenn man dafür Geld ausgibt. Eine Sache möchte ich grundsätzlich aber mal noch sagen. Und zwar halte ich es nicht grundsätzlich für sinnvoll, dass man direkt am Anfang seiner Selbstständigkeit irgendwo ein Büro bezieht oder irgendwie sich ein Studio mietet. Ich habe seit ich 16 bin oder so, von zu Hause gearbeitet. Und bei mir war irgendwann einfach der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr produktiv, ich brauche was. Und ich wollte mich da auch vergrößern, wollte richtig Fulltime reingehen. Und dann war für mich der Zeitpunkt eben gekommen, um zu sagen, okay, jetzt ist es soweit. Deshalb, ich möchte nicht grundsätzlich sagen, man braucht unbedingt ein Studio, um erfolgreich als Fotograf zu sein. Das ist heutzutage sowieso gar nicht mehr so einfach, dadurch, dass man übers Internet so viele Möglichkeiten hat, anders an Aufträge zu kommen. Aber es kann durchaus sinnvoll sein. Und deshalb wollte ich meine Tipps mit euch sharen, warum ich das für sinnvoll halte und warum ich das gemacht habe. Das war's mit dem heutigen Video. Hat mich riesig gefreut, dass ihr vorbeigeschaut habt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir Feedback in den Kommentaren. Schreibt rein, was ihr gerade so macht. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. We'll be right back.